Satz. So, noch einen Schluck nehmen hier aus dem Cappuccino-Becherchen. Achso, und ich hoffe, euch wurde nicht langweilig auf meinem Kanal die ganze Zeit, wo nichts kam. Denn es war ja wirklich lange nichts. Tut mir leid. Gesundheit geht vor. Dann kommt der Rest. Da ich ja eine OP hatte am Steißbein, ja, war es mit dem Sitzen nicht so einfach. Aber das passt jetzt alles wieder. So halbwegs. Ich meine, ich werde jetzt keine 5 Stunden lang aufnehmen können und sitzen können. Alter, wie die Kiste mit dem Arsch weggeht, guckt euch das an. Das ist ein Dragwagen, weißt du? Der will los. Den kriegst du kaum gehalten. So muss das aussehen. Oh, ich liebe dicke Amis. Ja, so ein Vierganggetriebe reicht. Er bräuchte noch ein bisschen Nitro. Da müsste noch vorne aus der Haube so ein dicker Hemi-Motor rausgucken mit Lufteinlässen und so, aber ich glaube, die gibt es hier gar nicht, oder? Ich weiß das gar nicht. Aber was ist denn eure Meinung nach? Sagt ihr lieber Importkisten, ja? Diese kleinen lustigen Chinesen? Oder findet ihr die Amis viel geiler? Ja? Und vor allem, was macht ihr mit den Autos? Lasst ihr die original? Verunstaltet ihr die total? Oder meint ihr, ein Ami muss aussehen wie ein Ami? Dick, bullig, aggressiv und nicht, dass das ganze Chrom ab ist und so. Mein Gott, wenn er 10 Kilo fehlen hat, interessiert den Motor nicht. Oh, guck mal, wie der Arsch weggeht. Ist das nicht nice? So, ab geht's. Ja, oh, richtig geil. Ich will auch so ein Auto. Ja, wer es übrig hat, schenkt mir den. Aber im Top-Zustand, ja. Ohne Tankkarte dazu. Ja, gewonnen, wie zu erwarten. Der Kiste kann ich eh nichts falsch machen. Ich weiß gar nicht, kann ich hier die Autos auch verkaufen? Müsste man ja können, ne? Wagen ansehen, Rennevents, so. Das Beste ist vorbei. Grip Rennen, Grip Klasse, Zeitfahren. Ich find's affig, dass man. Grip Rennen, 2 Runden. Mit dem 240er wieder. Und abgehen. Ja, und ich habe das Geilste, was ich heute gesehen habe, dass die Battlefield Beta schon bei Origin angezeigt wird. Ja, als kleines Thumbnail. Da war ich ja schon richtig geil drauf. Ah, naja. Mal sehen. Weiß ich, ob ich überhaupt zu Hause bin zum Beta-Zocken. Boah, meine Kiste burnt da schon wieder einen weg, ne? Ist das geil. So. Mach aber Platz hier. Gibt's ja nicht. Ist ja wie beim Online-Zocken bei Autorennen. Jeder steht einem Weg, ja. Geht ja gar nicht so. Lasst mal die kleine Kiste hier vorbei. Oh Gott, fährt er hier mit dem alten Corolla. Kommt da nicht mehr wie 140 raus oder was? 150? Ist ja affig. Da fährt er meine eigene Kiste besser. Also nicht besser, da kommt mehr raus. Ich meine, die Beschleunigung ist bestimmt nicht ganz so hoch wie hier bei der Kiste, aber. Oder kommt jetzt was bergab? Ja, ein bisschen. Gut, ist ja auch ein Grip-Rennen, ist ja ausgelegt für Beschleunigung und nicht.
wir müssen am Ende mit 320 durch die um die Ecke kommen. Wir fahren ja schließlich 172. Ah, dann ist Schluss, wa? Wir können das ja gleich mal ausreizen. Ich habe noch Nitro. Wenn es laut knallt, war es der Motor. Wie das Nitro einfach nichts bringt. Ah doch, wir haben es gleich auf 180 geschafft. Und nochmal einen Schluck hinterher. 190. 196. Na. Und das mit der Popelkiste hier, das ist ja der Wahnsinn. Um die Kurve rum. Brembo BBS, Turbonetics und so weiter. KN. Sag mal, ist das nicht auf den Bildern hier der Typ von God of War gewesen? Sah bald so aus, ne? Vom Gesicht her. Kratos? Vielleicht stand's auch irgendwo dran und ich hab's übersehen, aber der sah doch so aus. Ne, da hat einer ein Lenkrad in der Hand. Ich finde es schön, dass man bei 150 nochmal ein bisschen rumspielen kann mit dem Lenkrad. Denn ich spiele auch gerne Forza auf der Xbox. Und da muss ich sagen, das ist kompliziert an einer bestimmten Geschwindigkeit, einfach mit dem Lenkrad rumzuspielen. Sekunden Vorsprung, was ist denn da los? Hui! Da sind wir gleich am Ziel. Gewonnen! Ach ja, ist das schön. Ich würde euch auch gerne Musik anmachen, aber ich darf nicht. Das kriege ich denn gleich verboten hier. Kommt denn die GEMA und YouTube und sagt, nein, 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 das darfst du nicht. Oh, genau, bevor ich es vergesse, zieht euch das rein, Leute. In den nächsten 10 Minuten und nur in diesen 10 Minuten wird die hübsche SOP 4 mit 4 sehr berühmten Autos posieren. Schön. Einige Jungs werden die Wagen erkennen. Ich weiß nämlich, dass ihr von denen abgezogen wurdet. Ja, das sind die Autos der Kings. Und die Kings sind einfach nur legendär in dem, was sie tun. Schön alten Pontiac. Ach, ist sie nicht niedlich. Lade dir jetzt Need for... Alter, was ist das denn für eine Werbung hier, ja? Gewonnen, 2000 Tacken. Geil. Eine Belohnung, ich will die da haben. Ein Reparaturgutschein, na immerhin. Renntag fortsetzen, ich will das dominieren. So, Zeitfahren oder Grip-Klasse, drei Runden im Kreis fahren oder drei Runden im Kreis fahren nach Zeit. Fahren wir mal ganz normal im Kringel. Rennen in die Kiste und ab geht's. Wartet mal kurz, Leute. Ich brauche meine Zigarette. Und da bin ich wieder, ja. Mit meinem Dampfstängel im Mund. So, Gruppe A. Die mit den kleinen Dingern und Gruppe B ist die mit den dicken Dingern. Da wollen wir mal gucken, wa? Da ist die Sophia. Ah, die haben gute Designs gemacht, finde ich. Dafür, dass das Spiel schon ein paar Jährchen alt ist, die haben sich schon was einfallen lassen, was sie da auf die Autos raufkleben. Finde ich ja ganz nice. Der mit am wenigsten PS zieht da vorne voll alle ab. Der kleine Corolla. Find's auch lustig, wie alle bremsen müssen und ich nicht. Hier muss ich auch mal bremsen. Aber mir ist aufgefallen, das Spiel, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es schon ein bisschen älter ist, dass es ein bisschen laggy ab und zu ist. So ein bisschen so kleine Ruckler hat.
Ah, vielleicht liegt es daran, dass es nicht ganz so PC-mäßig gedacht war, sondern eher konsolenmäßig. Und auch schon ein paar Tage alt ist. Und die Kompatibilität nicht ganz so optimal ist, wie wir das ja auch aus Fallout kennen. Dass es gelegentlich mal abschmiert und so eine Sachen. Ab geht's. Ach ja. Warte mal kurz, das gibt's doch nicht. Meine Zigarette ist schon wieder aus. Ah, schönes Bild, ne? Schön Edelbrock im Hintergrund. Geil. So, bremsen und rum. Ja, es gibt ja auch einen Fotomodus. Den zeige ich euch dann auch mal, wenn wir eine geile Kiste haben, womit man dann mal einen echten Foto... Was sich denn lohnt, weil mit der Kiste hier, ich weiß nicht. Die ist ja schon ganz niedlich, aber... Weil normalerweise bin ich ja gerne so ein Optik-Bastler, ja. Das hat man ja schon ein paar Mal mitgekriegt, dass ich hier ein paar Aufkleber drauf gemacht habe, bisschen anderes Design und so weiter. Das war ja noch alles Spaß. Man kann die nämlich auch richtig hübsch machen, die Kisten. Weil wer kennt's nicht aus den ganzen Filmen, die ganzen Import-Racer, die beklebt und betackert sind, wie die anderen im Spiel. Mit richtig geilen Mustern. Ich meine, hier sehen die grafisch zwar nicht total entgeil aus, aber man kann schon was draus machen. Da gibt's ja auch bei Forza so ein Programm, damit man das machen kann. Das zieht man sich dann auf dem PC und bastelt ein bisschen rum an den Designs. Ah, die Mühe mache ich mir jetzt nicht. Also ich lade mir denn die Mustergruppen runter und klatsche ihn auf meine Autos. Vielen Dank an alle Leute, die Mustergruppen erstellen und Spaß dabei haben. Und auch komplette Designs. Ich habe mir bei Forza mal so einen Yoda runtergeladen, ja, von Star Wars. Den habe ich auf irgendeiner Kiste, habe ich ihn drauf. Frag mich aber nicht, auf welcher. Und das muss echt Arbeit sein, weil der sieht echt 3D-mäßig richtig genial gemacht aus und das ist ja Wahnsinn. Dass Leute teilweise Arbeit in sowas reinstecken. Sportlich, Leute. Immer weiter. Hey, einer aus Gruppe B. Ich hatte ja gar nicht viel Vorsprung, nein. Aber das Schöne hier an dem ist, man kann halt nicht nur schnurstracks die ganzen Rennen machen. Und kann dann nur in der Klasse seine Rennen fahren. Sondern kann echt mit den Kisten, die man gerade am Start hat, fahren. Und halt manchmal auch voreingestellte Wagen, die man fahren muss. Was ich recht sportlich finde, weil, ob man was kann oder nicht, da sieht man erst daran. Wenn alle die gleiche Kiste fahren mit dem gleichen Tuning-Setup. Und wenn man den gewinnt, weiß man, man ist gut. So, wollen wir das Rennen auch mal machen. Bisschen Dominanz zeigen. Den Puller auspacken, auf den Tisch legen. Ah, paar schöne Autos fahren hier mit. Was haltet ihr eigentlich von der geilen geschwungenen Biertheke hinten auf meinem Auto, ja? Das würde ich gerne mal wissen. Findet ihr den Heckspoiler toll? Wollt ihr einen anderen? Ihr dürft auch mal entscheiden, wenn ihr gerade zuguckt und meint, hey, Prostit habe ich auch früher gespielt, richtig geil. Ich hätte aber anders getuned, ich hätte das ganz anders gemacht. Ja? Bin gerne für Tipps, Tricks und Anregungen zu haben. Aber nicht für irgendwelche Cheats und sowas. Das muss nicht sein. Ich glaube, das Spiel schaffen wir auch so. Ich weiß nur eins, dass man mit einigen Sheets und Codes noch irgendwelche Wagen freischalten kann, glaube ich. Ich glaube, das war so. Ich weiß jetzt aber nicht, welche das waren. Ich habe es letztens mal irgendwo gesehen.
meh, meh, hört sich an wie eine Biene, das Auto. Boah, habt ihr den Drift gesehen? Er war total ungewollt. Aber po, eine Driftkarre brauche ich auch noch. Da kann ich ja schlecht den Honda nehmen. Frontantrieb driften, das sieht ja scheiße aus. Yeah, Rundenbestzeit, weil ich der Geilste bin, Junge. Der Geilste. Hier nochmal. Kurzes Päuschen. So, und weiter. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das Ding schneide, was ich gerade aufnehme. Weil ich schneide ja grundsätzlich meistens so willkürlich hier bei Need for Speed. Ich habe da mir noch keine Zeiten für festgelegt. Weil das Rendern von dem Spiel doch recht fix geht. Und die Uploads. Da das Spiel ja halt nicht so aufwendig ist, sag ich jetzt mal. Ich rendere übrigens mit keinem speziellen Programm. Ich nehme da einfach den Movie Maker, der tut's auch. Ja, weil ich noch kein vernünftiges Programm habe, sag ich mal so, um irgendwie vernünftig, schnell, fix, kompetent zu rendern. Deswegen nehme ich das, das tut's auch. Schmeißt die Grafik auch raus, wie es muss. In 1080p. Gut, das Spiel hier hatte von vornherein keine 1080p. Meiner Meinung nach, obwohl man die Auflösung ziemlich hochdrehen kann. Aber wenn ich so gucke, so in den Autorennspielen, da hat sich einiges hat sich noch nie verändert, dass die Zuschauer aussehen wie hässliche Mongos, die immer dasselbe machen, ja. Ich hätte gern ein bisschen Dynamik drin in den Zuschauern, die ringsrum stehen, auch in der Umgebung. Ja, es sieht aus wie ein Foto, was da hingestellt wurde, und das sieht doch kacke aus, ja. Ich meine, es gibt einige Spiele, da ist ein bisschen Dynamik drin, aber auch nicht so viel. Gut, ich weiß, es geht um die Autos und um die Rennstrecke. Ich meine, das Auto sieht ja auch wesentlich besser aus wie alles andere. Das finde ich ja schon mal ganz nice, aber... Mal sehen, was noch kommt. Need for Speed Rivals steht ja jetzt an. Als neues Need for Speed. Das neueste, was jetzt rauskommt. Siehst du, da fällt mir noch ein, es gab noch Need for Speed The One. Das war, ja, war auch nicht so meins, ganz ehrlich. Ich will wieder so eins. Pro Street 2 oder so, oder Underground Teil 3. So schön mit Tuning, so mit alles drin und dran, ja, wer es aus Underground 2 kennt. Schön Kofferraum auf, 300 Boxen drin und Verstärker und Nitroflaschen und so weiter. Das war noch richtig geil. Streckenrekord gebrochen. Voll reingebrochen. Dominiert. Antriebspaket Stufe 2 für dein Civic. Nice. Renntag verlassen. Wollen wir es gleich mal in den Civic reindrücken, wa? Ah, wir haben einiges wieder freigeschaltet. Hier ein Standard-Event wieder. Garage. Civic. Blaupause anpassen. Nee, warte, ich. Blaupause. Ja, ja. Blaupause erstellen. Für. Kann ich den auch. Nee, verwerfen. Hauptgetünte Blaupausen kann ich verändern. Bla 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 bla. So. Ich habe fürs Driften keinen Wagen verfügbar, was natürlich traurig ist. Für Drag habe ich halt zwei. Den Civic, ja, ich mach das Ding jetzt da rein, komm. Antrieb, Level 2. Wird die Kiste auch nicht schneller, aber naja. So, dann haben wir noch 11.000 Tacken. Die packen wir aber ganz bestimmt nicht in die Kiste rein. Wäre Schwachsinn, kann ich die Kiste auch nicht verkaufen. Wagen verkaufen, die 1. Ja! Sehr schön.
Haben wir 31.000? Können wir uns einen Driftwagen kaufen? Wagens, Autohändlers. Ich will was zum Driften. Allrad, Heckantrieb, Frontantrieb, Heck. BMW, 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 BMW. Kann ich hier nichts mit Heckantrieb kaufen? Doch. Chevelle zum Driften. Ein bisschen doll, ne? Den hab ich schon. Ein RT. Shelby, Mustang. Mustang. Lotus, Mazda, Mazda. Nissan Silvia. 350Z, auch nettes Autochen. Driftet sich auch ganz nice. Den hab ich ja schon. Zonda. Boah, hässliche Kiste. Pontiac, auch nettes Autochen. Neuer. Ein Porsche. Eleanor. Ein Corolla. Ein Supra, auch sehr nice. Oh, BMWs. Cadillac, ich glaube, wir sind durch. Okay. Gut, haben wir gesehen. Und würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder richtig geil abgeht. Ich speichere nochmal ganz gemütlich hier auf 1. So. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ringauen, Leute.